Der neue Skoda Yeti wurde nicht nur frisch gestylt, auch das Modellprogramm wurde frisch strukturiert. Neben dem normalen Yeti gibt es nun auch den Yeti Outdoor, der mit Offroad-Optik die Kunden begeistern soll. Das bedeutet zwar nicht, dass nur dem Yeti Outdoor der Allradantrieb vorbehalten ist, aber damit sollen spezielle Käuferschichten eben gezielter als bisher angesprochen werden. Der Outdoor kommt in denselben Motor- und Ausstattungskombinationen auf den Markt wie der Yeti. Trotz Geländementalität gibt es keine spezielle Geländetechnik. Mit dem angedeuteten Unterbodenschutz bzw. der damit verbundenen Beplankung vorne und hinten soll die Offroad-Tauglichkeit optisch stärker dargestellt werden. Einige neue, clevere Lösungen erleichtern den alltäglichen Betrieb. So gibt es etwa einen doppelseitigen Bodenbelag im Kofferraum. Eine Seite aus Teppich, die andere ist schmutz- und wasserabweisend. Als erster Skoda überhaupt bietet der Yeti optional eine Rückfahrkamera an, die in Verein mit einem Parklenkassistenten bei verschiedenen Parksituationen unterstützend eingreift. Neu ist auch das automatische Schließ- und Startsystem Kessi. Somit wird schlüsselloses Öffnen und Schließen des Fahrzeugs ermöglicht. Ein Knopfdruck beim Lenkrad genügt zum Starten des Motors. Das Motorenprogramm bietet ein Leistungsspektrum zwischen 105 und 170 PS, aufgeteilt auf 4 Diesel und 3 Benziner. 4 Ausstattungslinien sind vorgesehen, auch eine Greenline-Version wird angeboten. Die Preisliste des neuen Yeti startet bei 19.540 Euro für den 105 PS Benziner mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Günstigster Diesel ist der 105 PS starke Greenline ab 21.800 Euro. Wer den Offroad-Look des Yeti Outdoor bevorzugt, muss jeweils 160 Euro Aufpreis zahlen. Die neuen Yetis starten in Österreich ab Mitte Jänner 2014.